Der Countdown läuft. Nur noch wenige Tage sind es bis zur Abreise unserer nächsten großen Reise. Jetzt heißt es also nochmals alles geben. Hi, ich bin Garrett, das ist meine Freundin Leonie und hier seht ihr unseren Hund Sawyer. Unser Mercedes 609D namens Ruby bekommt für die nächste Reise natürlich auch nochmals etwas Liebe und auch unser Innenraum bedarf einer ordentlichen Aufräumaktion. Doch zwischen all dem Vorbereitungsstress nehmen wir uns für jemanden ganz Besonderes Zeit. Denn auf unserer letzten Reise haben wir eine kleine Welpennase unter einer Mülltonne gefunden und kurzerhand aufgenommen. Nach zwei chaotischen Pflegewochen haben wir für die kleine Moira ein neues Zuhause gefunden. Wie sich die Kleine nun entwickelt hat und was aus ihr nach all den Monaten geworden ist, das seht ihr jetzt im Video. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr erneut eingeschaltet habt. Ja, der Countdown läuft. Die letzten Tage sind gezählt vor unserer Abreise. Wir haben auch schon ein festes Datum, an dem es losgehen soll. Das heißt, alle möglichen Dinge, die man jetzt noch erledigen möchte, werden nochmal erledigt. Das heißt für mich, ich werde unser Elektro-Setup auch nochmal durchgehen. Da gibt es nämlich ein paar Optimierungen, die man noch machen kann. Ja, unter anderem auch mit unserem Wechselrichter, Boiler und so weiter und so fort. Dazu kommen wir aber jetzt in diesem Video. Der Hintergrund ist nämlich der, dass wir seit einigen Monaten unseren Wasserboiler für warmes Wasser eigentlich nur über unsere Standheizung betreiben können, weil wir unseren großen Wechselrichter nicht angeschlossen haben. Den mussten wir nämlich, als wir in Norwegen waren, kurz zweckentfremden, beziehungsweise nicht den Wechselrichter selbst, sondern die großen Kabel dafür. Denn wir mussten unsere beiden Batterien parallel schalten. Wir hatten noch eine Zusatzbatterie dabei und dadurch konnten wir dann wieder den kalten Herbst überstehen. Ein Jahr ist das jetzt her. Das heißt, unser Wechselrichter ist seitdem nicht angeschlossen gewesen und dafür wird es jetzt wieder Zeit, denn damit können wir dann unser Wasser auch per Strom aufheizen. Wir haben ja 800 Watt auf dem Dach, das heißt, wir haben ordentlich Verfügung, aber bisher haben wir die nicht wirklich komplett ausgereizt und sobald es im Süden natürlich wieder schön sonnig ist, kann man das ja ruhig. Außerdem haben wir auch noch gar keine einzige Steckdose in Ruby angeschlossen, die müssen auch noch gemacht werden. Also es geht heiß her, wir müssen noch einiges machen, bevor es dann endlich losgeht. Pulling me closer. Oh, I gotta stay away, but you won't let me. In einer Woche geht es für uns wieder los auf die nächste Reise. Doch wohin geht es eigentlich? Wir machen uns auf den Weg in Richtung Trommelwirbel Türkei. Ein Land, welches uns noch total fremd ist und wir uns nie erträumt haben, mit unserem Camper zu bereisen. Genau wie damals vor der Marokko-Tour sind wir auch jetzt ziemlich aufgeregt, diese neue Kultur kennenlernen zu dürfen. Und zwar hautnah, zusammen mit Ruby. Dafür müssen wir aber noch einiges vorbereiten. Ist unser Auto eigentlich versichert in der Türkei? Was brauchen wir alles für die Einreise? Auch Sawyer, also wie reisen wir mit ihm ein? Und was heißt eigentlich Danke auf Türkisch? Um schon mal die wichtigsten Kommunikationsfragen zu beantworten, nutzen wir Rosetta Stone, und zwar eine Sprachlern-App, die uns das ermöglicht, ein bisschen ins Türkische einzutauchen. Bei Rosetta Stone lernst du die neue Sprache nicht stumpf Vokabel für Vokabel, sondern das Ganze ist immersiv gestaltet. Das bedeutet, dass du anhand von Bildern und verschiedenen Situationen lernst und dein Gehirn soll dann die passenden Schlüsse ziehen, um den Kontext zu verstehen. Dadurch bleibt das ganze Gelernte auch länger im Gedächtnis hängen und es ist einfach auch ein bisschen spielerischer und nicht ganz so langweilig. Es gibt auch Kapitel rund ums Thema Reisen. Die einzelnen Lektionen dauern wirklich maximal 5 Minuten, also super gut, um einfach mal zwischendurch reingeschoben zu bekommen. Und du bekommst auch sofortiges Feedback, was deine Aussprache angeht. Ich habe auch gemerkt, dass Türkisch gar nicht so einfach ist, gerade so für meine deutsche Zunge das auszusprechen. Und da war es einfach sehr hilfreich, sofort Feedback für die Aussprache zu bekommen. Bir hintabanar. Bir hintabanar. Bir hintabanar. Mısır kıyafetleri. Mischer die Kalfetlöre. Ich
Scheiß. Jetzt im November und auch noch der ganze Dezember lang, da könnt ihr bei Rosetta Stone 60% sparen. Entweder auf das Lifetime-Abo, da habt ihr wirklich auf alle 25 Sprachen ein Leben lang Zugang für. Oder aber ihr bekommt 60% auf eine beliebige Sprache, um euch vielleicht auf eine bestimmte Reise vorzubereiten. Das Ganze eignet sich auch richtig gut als Geschenk, vielleicht jetzt auch kurz vor Weihnachten. Wer weiß, vielleicht habt ihr eine Nichte oder einen Sohn oder eine Tochter, die vielleicht gerade eine große Reise plant. Also schaut da super gerne vorbei. Den Link findet ihr wie immer in unserer Videobeschreibung. Ich finde das richtig gut, das Angebot. Und ja, viel Spaß beim Sprachenlernen. Bereit? Ja. Okay, erzähl mal, was machen wir jetzt, Leonie? Eine weitere Sache, die vor Abreise noch repariert werden muss, ist unsere Jalousie von dem Fenster bei unserem Bett. Denn das ist uns irgendwie auf der nächsten... Reise. Das ist schon auf der nächsten Reise jetzt kaputt gegangen. Das ist auf der letzten Reise nämlich leider kaputt gegangen und zwar so richtig eingerissen. Da müssen wir das einmal komplett tauschen, haben auch ein Ersatzteil bekommen, also die Ersatzjalousie vom gleichen Händler. Das hat uns ein halbes Vermögen gekostet. Die waren nämlich richtig teuer, dafür, dass es nur so eine Jalousie ist, finde ich. 60 Euro, aber ich fand sie irgendwie dafür, dass es nur so eine Jalousie ist, die du tauscht, fand ich das doch irgendwie ganz schön teuer. Aber naja, das Fenster ist ja auch teuer gewesen. Also, das werden wir jetzt einmal tauschen. Es war dunkel draußen, aber irgendwie jetzt im Herbst ist es ja gefühlt immer dunkel. Das machen wir jetzt. Ich halte das draußen fest und Garrett wird es von hier drin reparieren. Als allererstes machen wir jetzt diese kleinen Gummipinöppel hier raus. Oh, weil dahinter verstecken sich die Schrauben, um den Rahmen hier lösen zu können. Währenddessen sichert Garrett draußen den Fensterrahmen ab, denn das ganze Fenster, das Prinzip funktioniert auf Druck, denn es ist abgesichert mit Deckersiel und wird sozusagen durch die Schrauben zusammengepresst und auch gehalten. Und wenn wir jetzt die inneren Schrauben ablösen, naja, dann kann es halt auch passieren, dass sich der Druck halt löst und dadurch der äußere Fensterrahmen sich ein bisschen ablöst. Und das wollen wir nicht, denn sobald das Deckersiel sich ein bisschen von der Karosserie ablöst und so ein leichtes Loch bildet, kann es halt sein, dass das Fenster anschließend undicht ist. Um das Ganze zu verhindern, versuchen wir mit Panzertape das Fenster auf Druck noch an die Karosserie festzudrücken. Und wir hoffen, dass es ausreicht. Gleich, wenn wir die Schrauben lösen, drückt auch einer nochmal von außen mit der körperlichen Kraft gegen. Und dann sollte es hoffentlich funktionieren. Hast du es fertig? Kann ich loslassen? Kann ich loslassen? Leonie? Kann ich loslassen? Nee? Letzte Schraube! Schwarz ins Gesicht. Die alte Jalousie ist jetzt raus und die neue haben wir jetzt eingesetzt. Und wir müssen ehrlich gestehen, dass die Einbaumechanik von diesem Fenster einfach echt schlecht ist. Also, das ist kein Mercedes. Nee, das ist total schade, weil für den Preis, wir haben für dieses Fenster 600 Euro oder 700 Euro? Ja, 700 Euro. Ja, 700 Euro bezahlt. Ja, das sind die vielversprechendsten Fenster auf dem ganzen Markt, die man sich so für einen Camper einbauen kann. Und echt traurig, dass 4 von diesen Fenstern haben wir und 3 von 4 sind kaputt. Also... Und wir haben tatsächlich hinten in der Hecktür 2 Fenster, die sind so No-Name oder man kennt die Marke nicht so wirklich. Und die funktionieren einwandfrei. Die sind richtig gut. Ja, und also 3 von 4
Fenstern sind bei uns jetzt einfach kaputt. Das finde ich schon krass. Also diese ganze, wir sehen das ja jetzt auseinandergebaut und man sieht einfach, dass es alles nur so mit Büroklammern sondern mit Tackernadeln gehalten wird. Also gar nicht richtig verschraubt. Und ja, wenn sich diese Tackernadeln im Plastik lösen, dann funktionieren halt diese Aufrollsysteme nicht mehr. Und zwei von unseren Fenstern, da funktioniert das Aufrollsystem nicht mehr. Wir können das nicht mehr abdunkeln. Das ist echt ärgerlich. Echt ärgerlich für den Preis. Also das finde ich halt echt krass. 700 Euro und dann sowas. Ist halt echt schade. Übrigens ist das jetzt natürlich auch eine super Gelegenheit, um einmal zu prüfen, ob unsere Fenster auch wirklich dicht waren. Wir haben das Ganze mit sehr viel Dekasil abgedichtet, ohne jetzt noch eine zusätzliche Naht von außen mit Sikaflex. Und man sieht, da ist kein Wasser eingedrungen. Das Holz, was da drunter ist, ist nicht beschädigt, also im Sinne von Schimmelbefall. Keine Feuchtigkeit ist reingekommen, also das hat funktioniert. Über ein Jahr. Klasse. Nee. Ein Akkuschrauber funktioniert natürlich besser mit einem Akku. Et voilà. Super. Wie neu. Ha, ist ja auch neu. Sehr schön. Oh nein, Ruby ist schon wieder in der Werkstatt. Ja, vielleicht hat sich der ein oder andere von euch gerade erschrocken, warum Ruby denn jetzt kurz vor Abreise nochmal in die Werkstatt muss. Keine Sorge, es ist nichts Schlimmes, sondern wir sind dieses Mal besser als auf der letzten Reise, denn wir bereiten schon mal ein paar Dinge vor. Wir machen nämlich noch einen kleinen Ölwechsel vorher, dann haben wir nämlich auf jeden Fall für die nächsten 10.000 Kilometer wieder Ruhe. Ruby läuft dann ein bisschen schöner und allgemein soll man seinem Auto ja auch was Gutes tun. Das heißt, wir wechseln heute nochmal das Öl, Ölfilter und Kraftstofffilter gleich mit. Es ist auf jeden Fall sehr gut, dass ich auch schon eine halbe Stunde hier hingefahren bin, denn dadurch ist das Öl richtig schön warm, dünnflüssiger, sammelt alle möglichen Dreck- und Spänepartikel nochmal mit und kann jetzt perfekt abgelassen werden. Das ist auch richtig schön, der glänzt richtig. Das wäre richtig schlimm, wenn da Matsch drin ist und sowas. Ja, oder? Aber ist es nicht. Er sieht aus wie frisch geleckt. Yeah.
Und jetzt gibt es noch mal ein paar kleine Tipps von Lennart für alle, die sich dafür interessieren, was eigentlich passiert, wenn man zu viel Öl in sein Auto füllt. Was passiert eigentlich, wenn man zu viel Öl reinmacht? Also ein Punkt fällt ja bei dir schon mal weg, Katalysatorschaden. Ja. Der andere Punkt ist, dass wenn der Ölstand einen gewissen Stand überschreitet, er anfangen kann, dass die Kurbelwelle im Öl schlägt. Mhm. Und dann ist das wie Schlagsahne. Da muss aber schon ein bisschen mehr machen. Oder? Naja, man sollte das Maximum nicht überschreiten. Ja, okay. Und dann ist das wie Schlagsahne. Ja. Was hat Schlagsahne in sich? Ist halt fester, ne? Nee. Es schmeckt gut. Ja, aber Schlagsahne hat ja Luft in sich. Ja. Willst du Luft im Ölsystem haben? Das ist nicht gut. Nee. Was passiert dann? Dann fängt er an zu fressen, weil du ja immer mal wieder Mangelschmierungen hast. Aussetzer. Aussetzer in der Schmierung. Ja. So, der Ölfilter ist jetzt gewechselt. Neue Ablassschraube ist auch festgezogen mit den entsprechenden Drehmomenten. Und entsprechend ist jetzt auch schon etwas Öl aufgefüllt. Wir starten gleich mal den Motor. Der neue Öldruckschalter ist übrigens jetzt auch verbaut. Das hat ja vor ein paar Wochen nicht geklappt, weil ich den falschen bestellt hatte. Jetzt passt er aber. Und dann sehen wir, ob jetzt der Öldruck angezeigt wird. Und dann schauen wir nochmal nach, dass der Ölstand richtig ist. Und damit ist der Ölwechsel auch beendet. Als nächstes geht es daran, dass wir auch unseren Kraftstofffilter ja tauschen. Das ist im Grunde fast noch einfacher als der Ölwechsel. Vorher lassen wir erst einmal aus dem Vorfilter den Diesel ab. Da kommt schon richtig viel Dreck raus. Aber man sieht auch hier wieder, dass es Sinn macht, regelmäßig sowas zu tun. Denn je länger man wartet, desto schlimmer wird's und die ganzen Filter verstopfen. Das ist sogar noch recht wenig Bestandteile, die jetzt hier drin waren. Ja, als nächstes kommt dann der Hauptfilter. Auch da muss man bei Ruby eigentlich nur eine Schraube lösen. Dann nimmt man einfach den Filtertopf raus. Ja, zieht den alten Filter raus und da sieht man auch schon, eigentlich sollte der weiß sein. Jetzt ist er schon schwarz. Also auch hier wieder gut, den nochmal zu tauschen vor einer längeren Reise. Vor jeder großen Reise entsteht nochmal so ein richtig großes Chaos. Nicht nur versucht man noch auf den letzten Drücker alle Dinge, die noch auf der To-Do-Liste stehen, abzuhaken, sondern auch im Innenraum kann es mal ganz schön chaotisch werden. Vor allem, wenn man hier ganz schön viel optimiert und renoviert hat, dann werden ja die ganzen Schubladen und Schränke ausgeräumt, die im Nachhinein auch wieder eingeräumt werden müssen. Und da müssen wir uns auf jeden Fall die Frage stellen, muss das noch mit oder kann das vielleicht auch zu Hause bleiben? Denn Minimalismus ist wirklich das A und O bei einem Leben im Van. Man muss wirklich vorher klar überlegen, was man mitnehmen möchte. Und nach einer Reise ist man ja auch immer schlauer als vor einer Reise. Wo man vor einem Jahr noch gedacht hat, oh, das muss unbedingt mit, ist man nach einem Jahr dann doch schlauer und merkt, dass man es auf der letzten Tour nicht mehr in die Hand genommen hat, diesen Gegenstand. Und dann weiß man auf jeden Fall, okay, das bleibt diesmal zu Hause und schafft Platz für neue Dinge, die vielleicht eher gebraucht werden. Nach diesem Motto gehen wir jetzt aktuell oder gehe ich aktuell jede Schränke und Schubladen durch und sortiere aus, was für die nächste Reise mitkommt, was in den Müll gehört und was zu Hause bleibt. Und das ist ein ganz schöner Akt. Ja, vorher sieht der Van ordentlich aus und auf einmal explodiert das Chaos. Und ja, bevor jeder Ordnung wird es auch einmal unordentlich. Jeder kennt es, ne? Aber das gehört nun mal im Leben im Van auch dazu. Man versucht, mit den wenigsten Dingen im Leben auszukommen, glücklich zu sein. Und manchmal macht es auch einen eher glücklich, nicht ganz so viel Zeug um sich herum zu haben, sondern eine bisschen minimalistische Auswahl an Dingen, die einem auch wirklich wichtig sind und die man wirklich braucht. Also aussortieren ist wirklich das A und O.
Heute ist der Tag der Tage gekommen, auf den wir alle gewartet haben. Erinnert ihr euch? Am Anfang dieses Jahres haben wir eine ganz besondere Erfahrung machen dürfen. Während wir quer durch Griechenland mit unserem Van getuckert sind, haben wir beim Vorbeifahren einen kleinen Wollknäuel am Straßenrand gesehen. Verängstigt, verdreckt und vergessen, unter einer Mülltonne lag sie. Eine kleine Hündin, gerade mal 4 Monate alt. Nach 2 Stunden purer Überzeugungskraft und einige Leckerlis später ist es uns endlich gelungen, sie von dieser Mülltonne wegzulocken. Kurzerhand haben wir beschlossen, sie erstmal bei uns aufzunehmen, bis wir weiter wussten. Langsam, ganz langsam hat sie uns ihr Vertrauen geschenkt und mit jedem Tag, der verstrich, kam sie immer mehr aus sich heraus. Stellte sich heraus, dass die Kleine ganz schön frech sein konnte. Weg war der verängstigte Welpe. Zum Vorschein kam eine kleine, selbstbewusste Pupsnase. Beim Tierarzt haben wir sie durchchecken lassen. Sie wurde geimpft, gechippt und hat ihre Papiere bekommen. Naja, stellt sich nun die große Frage. Was machen wir mit ihr? Behalten wir sie? Finden wir vielleicht ein für immer Zuhause für sie? Mit Sawyer haben wir bereits einen Tierschutzhund und auch er steckte noch mitten im Training, beanspruchte viel Zeit und Energie von uns. Und auch wenn die kleine Pupsnase unser Herz gewonnen hat, wussten wir, dass wir sie abgeben sollten. Wir mussten ihr eine Familie suchen, eine, die sie verdient, die ihr Aufmerksamkeit und ein für immer Zuhause schenken konnte. Und als ob das auch genau so kommen sollte, haben wir schon nach kürzester Zeit ein Ehepaar gefunden, welches sich vom ersten Bild an in die kleine Nudel verliebt hat. Wir durften ihr den Namen Moira geben, auf Griechisch Mira ausgesprochen, bedeutet es das gezogene Los oder auch Schicksal. Wir haben uns nun schweren Herzens von Moira verabschiedet und sie mit einer Tierschutzorganisation nach Deutschland gefahren, wo Sarah und ihr Mann Stefan bereits voller Vorfreude auf sie gewartet haben. Ein neues Leben begann für sie. Jetzt, 8 Monate später, besuchen wir sie. In ihrem für immer Zuhause. Mega aufgeregt, ey. Ich bin so gespannt, sie wiederzusehen. Oh. Hallo, Moiri. Kennst du mich noch? Deine Moiri-Maus. Es war richtig schön mit dir. Hallo, Buddy. War das schön oder war das schön? Oh, war das schön. Das war richtig toll, oder? Ja, das war so schön. Ja. Es ist so schön, das einfach so mit den eigenen Augen zu sehen, ja, wo sie jetzt wohnt. Ihr habt sie ja gesehen, wo sie herkommt und einfach diese 180-Grad-Wendung, die sie genommen hat, ist einfach der Hammer. Oh. So schön. Genau das Leben, was wir uns für sie gewünscht haben. Absolut. Ach, war das herzerwärmend. Oder ist es so schön zu sehen, wie die kleine Maus sich entwickelt hat und was für ein wundervolles Zuhause sie nun hat.
Unfassbar, ihr habt ja die ganze Geschichte nochmal gesehen. Wir können es eigentlich kaum glauben, dass das alles wirklich so passiert ist. Von diesem kleinen Hund unter der Tonne zu einem wunderbaren Hund, der jetzt auf einem Bauernhof lebt, in einer richtig, richtig liebevollen Familie. Ja, wer weiß, vielleicht inspiriert es ja den einen oder anderen von euch das nächste Mal, wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Familienmitglied seid, vielleicht auch im Tierschutz vorbeizuschauen. Es gibt so wundervolle Tierseelen da draußen, die einfach noch ihr für immer zu Hause suchen. Und vielleicht ja, habt ihr einen Gedanken an die und vergesst sie nicht. Auf jeden Fall, denn das wird leider viel zu oft gemacht. Es gibt viele, viele Hunde, die suchen noch ein Zuhause. Und ich meine, Sawyer kommt genauso daher, war 2 Jahre unterwegs irgendwo in Rumänien. Wir wissen es nicht, wir kennen seine Vorgeschichte nicht 100%. Und wir lieben ihn so sehr und er ist einfach ein festes Familienmitglied. Weshalb wir das eigentlich jedem auf jeden Fall ins Herz legen können, sich damit zu beschäftigen, sofern er einen Hund haben möchte. Genau. Und ich hoffe, euch hat dieses Video sehr gut gefallen. Ich weiß, ihr habt genau wie wir auf dieses Treffen hingefiebert nach der letzten Tour. Wir sind auf jeden Fall richtig glücklich, so wie es gelaufen ist. Nicht anders, sollte genau so, sollte es auch geschehen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen oben da, da freuen wir uns. Und hinterlasst einen Kommentar, welche Gefühle ihr hattet beim Wiedersehen von Moira. Ich meine, sie ist ja nicht nur uns ans Herz gewachsen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche, die letzte Woche vor Abreise. Die letzte Woche bricht an, dann startet wieder die große Reise und wir schauen mal, ob da draußen noch eine kleine Moira rumrennt. Seid gespannt. Wir sind selber sehr gespannt. Wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Und wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.